Zuletzt bei Wolfenstein 2. Nach den Ereignissen aus Wolfenstein 1 The New Order hat der Protagonist Blazkowicz tatsächlich überlebt. Mit einem schweren operativen Eingriff konnte man seinen Tod verhindern und nun ist er auf einem gekaperten U-Boot des Regimes aufgewacht. Hierbei plagen ihn immer noch Erinnerungen aus seiner Kindheit, welche er in seinen Gedanken neu durchleben muss, während er sich mit seinem Rollstuhl durch das U-Boot bewegt, um seine Frau und das Kind, welches sie in sich trägt, zu finden. Freunde, ich glaube, ich habe euch in einem Videospiel noch nie aus einem Rollstuhl heraus begrüßt. In diesem Sinne, willkommen zum zweiten Part von Wolfenstein 2 The New Colossus. Wir sind auf dem U-Boot des Regimes als Blazkowicz im Rollstuhl unterwegs. Auf geht's. Mit der Hoffnung, irgendwie Anya wieder zu finden, ne? Und damit auch wieder mit unserem Kind vereint zu werden. So, du verziehst dich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Kann ich darüber? Habe ich irgendeine Chance, nochmal da runterzukommen? Also es ist wirklich gar nicht so einfach, sich hier mit dem Rollstuhl fortzubewegen. Aber es klappt schon irgendwie. Und Anya dürfte nicht mehr weit sein, denn sie ist beim, ich glaube, Lastenaufzug heißt das Ganze. Oder Transportaufzug. Und der müsste hier irgendwo sein. So, Plattformaufzug, so heißt der. Hi! Runter von meinem Mann! William, alles in Ordnung? Anya. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Oh. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt. Andenken. Gut festhalten, William. Oh, wow. Die ziehen uns einfach raus, ne? Die ziehen einfach das U-Boot raus. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Seekrugen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach! Das weißt du nicht! Dieter! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Ah, vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land. Und deine Familie! Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Knarre als Tochter. Was für eine Schande! Los! Wange erhalten! Ach, du bist den Aufwand nicht wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter! Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus! Megafon! Ich rufe! Den Terroristen und Mörder! William Joseph Blazkowicz! Auch bekannt als Terror-Billy. Ich bin bereit, das
das Leben ihrer Gefährten zu verschonen, wenn sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Heißt er? Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Oh Mann! Oh Mann! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blaskovic, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Caroline. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blaskovich? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So, sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Oh, danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Ich arbeite. Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie freilässt. Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Boah! Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch. Mit Perversion. Mit Wörtern des Verrates. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu melden. Caroline Becker.
Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Jemals geliebt, was meint ihr? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Bist du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Oder vielleicht lieber hier Sigrun, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Und nun zu ihnen. Auch mein alter Freund von ihnen, ja? Halt! Hör auf! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Oh my fucking God. Okay, wir müssen jetzt unsere Füße da reinsetzen. Und das irgendwie noch aktivieren. Oh ja. Oh ja. Okay. Dankeschön. Das ist tatsächlich sehr lieb von dir gewesen, junge Frau, dass du dich da gegen deine Mutter gestellt hast. Machen Sie es schnell. Was? Hey, ich bin nicht so kaltblütig wie Ihre Mutter. Danke hierfür. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Hey, Moment zurück. Wie kriegen wir das U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren, dann geben sie ihr U-Boot frei. Moment, kriegen sie die Tür auf? Ja. Okay. Oh, ich kann jetzt sogar schon Akimbo nehmen. Let's fucking go. Aber ich will, glaube ich, erstmal. Oh nein, verdammt. Ah, okay, mit Q kann ich wieder auf eine Waffe zurück. So, Motorrüstung. Setzen Sie die Motorrüstung dazu ein, um mit einem Schmetterangriff Bodengitter zu durchstoßen, Holzkisten zu durchbrechen oder die Gegner von oben anzugreifen. Drücken Sie Sprung und wenn du in der Luft bist, Steuerung links. Ah! Hallo? Reißen Sie sich zusammen, Wyatt. Beweisen Sie sich. Okay. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Also, wir können es jetzt immerhin schon mal ducken. Wir können Akimbo das Ganze nutzen. Wie gesagt, hier können wir auf Q können wir die Waffen so, sag ich mal, tauschen. Alles klar. So. Was muss ich jetzt machen, um hier weiterzukommen? Da ist eine Axt. Viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Das stimmt. Alter, wie krank ist denn bitte diese Engel hier dargestellt? Das ist ja gottlos. Also, holy shit, ist das eine kranke Frau. Aber wie gesagt, dafür liebe ich die Wolfenstein-Spiele. Für diese absolute Brutalität, dass diese Spiele keine Angst davor haben, die Brutalität von Krieg zu zeigen. Die Brutalität von irgendwelchen Psychopathen, die Machtspielchen zu zeigen. Alter. Ne, diese Spiele sind einfach unverblümt und echt und genau deswegen schätze ich sie und genau deswegen
liebe ich sie tatsächlich auch. Ich mag Serien und Geschichten. Ich mag Geschichten, die echt und brutal sind. Passen Sie bitte auf meine Leute. Auch Serien und Bücher. Auch Serien und Bücher liebe ich, wenn sie einfach echt sind. So, wenn man alles sieht. Wenn man die Brutalität sieht, wenn man auch das Sexuelle sieht, einfach, ne? Wenn sie einfach die Dinge so zeigen, wie sie sind. Ah, ich habe eine Pistole. Sehr schön. Maschinenpistole. Ah, das ist für die jeweiligen Hände, ich verstehe. So, kriege ich aber für die Pistole noch einen Schalldämpfer? Das wäre tatsächlich ganz geil, muss ich sagen. Weil dann hat man so eine richtig schöne Akimbo-Waffe. Damn, ist das dunkel hier. Holy freaking shit. Signal entdeckt. Ah, Kommandanten. Ah, das kenne ich. Das sind diese Kommandanten. Und wenn die mich entdecken, schlagen sie Alarm und rufen neue Leute. Also muss es unser Ziel sein, die auszuschalten, bevor sie uns entdecken. Wie sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich? Schein. Okay. Ich habe hier irgendwelche Codes gefunden, ne? Enigma-Codes. Einer von 10. Was genau macht das? Sind das hier Vorteile, diese Codes, wenn ich die finde? Nee, oder? Das sind wahrscheinlich hier diese Extras. Nee, auch nicht. Warte mal. Diese Codes? Ah doch, die laufen hier über Heimlichkeit. Beim Durchsuchen von Kommandanten können die gefunden werden. Die Alarmsignale der Kommandanten sind gestört, dadurch wird der Alarm verzögert. Okay. So, aber... Wir müssen jetzt hier noch irgendwo runterkommen. Geht das hier? Ja. Okay. Freunde, das ist nicht gut. Oh. Das ist alles andere als gut. So, jetzt muss ich aber den Kommandanten rausnehmen. So, und jetzt muss ich ganz dringend hier Randale machen. So, lebt er noch? Ja, der lebt noch. So, Freunde. Aufgepasst. Sehr gut. So. Boah, wie diese Waffe sogar zu Blut beschmiert ist. Also wirklich, grafisch ist dieses Spiel wirklich nochmal eine ordentliche Stufe weiter als der Vorgänger. Also wirklich sehr, sehr merklich. Deutlich mehr Detailarbeit. Deutlich, ja doch, eigentlich genauere Grafik. Doch, muss man schon sagen. Das Spiel sieht schon nochmal in allen Punkten einfach ein Stückchen fortschrittlicher aus. Das gefällt mir extrem gut. So. Wo ist denn jetzt hier der Kommandant? Bist du das? Oder bist du das? Bist du das? Nee. Hier, da ist der Enigma-Code. Genau, die muss ich sammeln. Okay. Muss ich hier hoch? Es ist wirklich sehr, sehr dunkel, dieses Spiel. Das muss man tatsächlich sagen. Vielleicht durch die Helligkeit tatsächlich noch einen Ticken hoch. Aber, was man auch nicht vergessen darf, oh, Leute, hier ist noch eine Axt? Ah, jetzt kann ich sogar einen Beil werfen. Okay, das, was im Originalspiel die Wurfmesser waren, sind in dem Spiel tatsächlich die Beile. In Ordnung, ja. Kapiert. So, ne, aber ich habe halt auch wirklich 3 oder sogar teilweise 4 Scheinwerfer, die mir hier in die Fresse leuchten. Und tatsächlich, wenn so viel Licht ins Auge kommt, dann gehen die Pupillen zu und man nimmt nicht mehr so viel wahr. Das heißt, ihr seht mehr vom Spiel als ich, ne? Weil ich eben so viel Licht im Gesicht habe. Und dadurch habt ihr tatsächlich hier in der Originalaufnahme einen besseren Blick als ich. Kommt zu den heroischen Jagdfliegern. Kommt zu den Mod-Schützen. Boah, was sind das für kranke Panzer? Holy shit. Da werden wir doch mit Sicherheit noch so einen konfrontieren, oder? Kann ich mir vorstellen. Im Laufe des Spiels. Vor allem bin ich auch gespannt, was das mit diesem New Colossus noch so zu bedeuten hat, ne? System? Was für ein automatisches Sicherheitssystem? So. Sind das hier neue Waffen? Ist das eine neue Waffe oder sind das welche, die wir schon kennen? Nee, das ist ein Sturmgewehr. Tatsächlich, doch. Das ist eine bessere Waffe. Alles klar. So, dann marschieren wir mal weiter, Freunde. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Ich vermute, dass das Sturmgewehr langsamer schießt, aber pro Schuss wahrscheinlich eine höhere Durchschlagskraft hat, ne? Waffenkammertüren öffnen.
Oh, sehr gut. Dann kommen wir jetzt überall rein und raus. So. Das sieht explosiv aus. Oh boy, oh boy. Mit explosiven Objekten kannst du Gegner in der Nähe töten oder für Ablenkung sorgen. Kleine rote Objekte wie Gasbehälter explodieren, wenn sie mit normalen Waffen beschossen werden. Große graue Tanks explodieren nur, wenn sie von Granaten getroffen werden. Ja dann. Oh yeah. Ausgang. Aha. Wow, wow, wow. Okay. Die habe ich nicht kommen sehen. Och nee, jetzt schlägt der Alarm dieser, der Kommandant, ne? Oh, das ist alles andere als gut. Okay, jetzt muss ich sehr aufpassen. Bro, wo? Hier unten, ne? Okay, ich mag das Sturmgewehr jetzt schon. Es hat weniger Rückstoß. Und wenn man genauer zielt, sind die Gegner auf jeden Fall schneller tot. Oh, wie viele das sind? Holy shit! Oh, das ist gar nicht gut. Oh shit, ich muss diesen Kommandanten finden, Freunde. Ich bin stuck! Ich bin stuck! Okay, jetzt nicht mehr. So. Wo ist dieser gottverdammte Kommandant? Der muss hier irgendwo unter uns sein, oder? So, du verziehst dich jetzt. Wir gehen runter. Oh, wie viele hier sind. Da ist er, da ist er. Beiseite! Ah, der lebt noch? So, Enigma-Code her. So, und hier kriegen sie mich. Hier können sie mich eigentlich nicht mehr kriegen. Weil hier habe ich nur einen Weg zu bewachen. Und die können nur von vorne kommen, außer sie kommen von hinten. Oh, sie kommen von hinten. Das ist alles nicht gut. Okay, wir gehen nochmal hoch. Sehr schön. So, ich brauche die Munition. So, warte mal, jetzt sind wir hier. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt hier draußen sind? Ich glaube tatsächlich schon. So, hier haben wir nochmal einen Enigma-Code. Sehr schön. Carolina, es tut weh. Da ist sie, die Steuerzentrale. Aha. Okay, ich habe kaum noch Rüstung. Ich habe die komplett verloren. Das war kein glorreicher Kampf. Hammerfaust freigeben. So. Sehr geil. Bloß jetzt müssen wir wieder runter. Oh yeah. Jetzt müssen die so schnell wie möglich abtauchen. Da! Haltet euch sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt! Okay, aber die kommen wieder hoch. Okay, okay. Also das U-Boot geht noch nicht auf Tauschstation. Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Bartel! Wach auf, Max! Gut. Max, er ist da! Max! Okay, kommt jetzt! Max. Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blaskowitsch! So. Feierabend. Die Hammerfaust ist frei. Und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Okay. Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Okay. Die Frage ist nur, wo muss ich lang, ne? Oh! Okay, ich muss definitiv hier lang. Das ist, ja. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht so viel machen. Da war ich einfach in dem Gang fest. Da steckte ich einfach in dem Gang fest und er hat mich weggelasert. Okay. Oh, passt auf. Dann gehen wir jetzt mal hier auf die Maschinenpistole. So. Und dann gehen wir jetzt hier auf Akimbo. Und dann zeigen wir dem jetzt mal, was wir können. So, hallo. So, in Deckung gehen. Nachladen.
Aufpassen. Ich habe Angst vor dem Laser. So, jetzt muss ich schnell hoch. Oder hier hinten lang. Warte mal. Ich hab da so ein paar Heilpackets und so gesehen. Wir müssen jetzt hier sehr aufpassen. Wo ist er? Kommt der auch hoch? Wahrscheinlich. Wir müssen flüchten. Wir müssen dringend, dringend flüchten, ne? So. Munition, wo ist er? Wo ist er? Ist er über uns? Kommt der hier lang? Wow! Da ist er! Sehr schön. Und das war's mit ihm. Ein Lasergewehr. Das Lasergewehr feuert hochenergetische Laserstrahlen. Metall mit gelber Markierung können aufgelöst werden. Das Lasergewehr kann an einer Ladestation aufgeladen werden. Das Lasergewehr wird nicht in dein Inventar aufgenommen. Du kannst es aber jederzeit fallen lassen. Okay. Q fallen lassen, V andere Waffe nehmen und fallen lassen. Alles klar, habe ich kapiert. Also es ist quasi so eine temporäre Waffe, die ich aufheben kann. So, kann das Tutorial da unten bitte verschwinden? Das wäre nice. Lol. Was zur Hölle? Alter, wie krass ist das denn bitte? Und hier ist sogar eine neue Ladung fürs Gewehr. Holy shit, ey. Wie krass ist das denn? Die verdampfen einfach alle. Wow. Bro, was ist denn jetzt? Warum bin ich jetzt einfach explodiert? Oh, das war so ein schöner... Oh, what? Jetzt muss ich sogar hier neu anfangen. Oh, was soll das denn jetzt? Oh, was ein Scam. Okay, aber das Spiel ist auf jeden Fall schwerer als der erste Teil, ne? Das muss man auf jeden Fall festhalten. Also ich bin jetzt schon so häufig gestorben. So, aufpassen. Genau, da ist noch Heilung und Rüstung. So, hier wieder in Deckung gehen. So, sehr geil. So, Lasergewehr aufheben. Ich weiß es, wie der Bums funktioniert. So, kann ich mit dem sprinten? Ja, ich kann tatsächlich sprinten. Ist er down? Nein. Jetzt ist er down. Was ist da explodiert? Aha. Okay, das sind auf jeden Fall so rote Gegenstände. So, verzieh dich. Verzieht euch alle. Munition leer. Nicht gut. Sehr schön. So, ich glaube, da dürfte aber gleich noch eine auf dem Boden liegen, ne? Habe ich sie? Ja, habe ich. So, was ist da jetzt explodiert? Oder hat da jemand eine Granate hin... Ja! Die haben da irgendwie eine Granate oder so hingeworfen. Ich habe halt einfach nur 40 Leben, ne? Also ich bin halt so low. Bin halt so insane schwach. Weil Blaskovic halt einfach nur nichts aushält, ne? So, zack. Kurz hier mit einem Starkstromstecker, so Wallbox-mäßig für E-Autos. Die Waffe aufladen. So. Und jetzt mal sehen, was hier hinter den Ecken auf uns wartet. Wie kommen wir zurück auf unser Schiff? Die Frage hat sich mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz erklärt. Ich meine, die tauchen ja noch nicht ab, ne? Also sie werden ja schon auf uns warten, ne? Bloß, wie kommen wir runter? Ich meine, wir haben den Vorteil des Anzugs, aber ohne, dass uns die anderen hinterherkommen. So. Warte mal, was passiert jetzt? Oh, Signal entdeckt. Da werde ich mich direkt mal langsamer von A nach B bewegen. Ich könnte hier die Treppen runter. So, sollen wir einfach Gas geben? Sehr gut. Okay, also der Alarm wurde ausgelöst. Ganz eindeutig. Und da ist auch noch einer, der selber Laser hat. Aber da war auch schon der erste Kommandant dabei, sehe ich gerade. Boah, diese ganzen abgetrennten Körperteile hier, holy shit. Ich
vermute mal sehr stark, dass es hier irgendwo lang geht. So. Ausmerzer-Tür öffnen. Let's go. Ach, heißt das Schiff, auf dem wir sind, Ausmerzer? Das kann ich mir vorstellen. Hi. Das ist schon ein bisschen cool. Wow! Das ist weniger gut. Sehr schön. Und die verbraucht auch gar nicht so viel Ding, ne? Oh, schau mal, jetzt passt sogar schon 240 rein. Warte mal. Haben wir irgendwie... Haben wir schon die Munition jetzt irgendwie verbessert, weil wir viele mit schweren Waffen gekillt haben? Moment mal. Chaos, hier schwere Waffenkills. Ja! Vergrößertes Magazin. Wow! 20% mehr. Jetzt haben wir statt 200 Watt 240. Kilowattstunden, um genau zu sein. Ja, krass! Das lohnt ja richtig! Ich mag dieses Progress-System in den Spielen. An alle, bitte unbedingt Folgendes beachten. Die Entstörungssequenz für die Traktorklemmen darf auf keinen Fall vom Hauptkontrollraum aus eingeleitet werden, es sei denn, es wird ausdrücklich angeordnet. Ich musste General Engel erklären, dass ihr keine nutzlosen Affen für Germanien von Nutzen seid. Wenn ich einen von euch Idioten einmal dabei erwische, wie er unerlaubt an der Steuerung herumfuscht, werfe ich ihn persönlich in den Pazifik. Und hört auf, Beile irgendwo herumliegen zu lassen. Ja, das funktioniert nicht so ganz, muss ich sagen. Statusbericht Traktorarme. Erledigt, Entstörungsmechanismus integriert. Traktorklemmen können nur vom Hauptkontrollraum aus deaktiviert werden. Bitte keinen weiteren Zwischenfall wie in Chicago. Schutzabdeckung mit Schrauben befestigt. Schweißnähte waren brüchig, sollten jetzt sicher sein. Fehlende Feueraxt dem Notfallkasten im Zugangskorridor hinzugefügt. Zu tun? Maschinenraum anweisen, den Energietransfer vom Antigravitationsantrieb nicht zu übertreiben. Ich will nicht bei einer Nuklearexplosion sterben. Daten über Antigravitationsantrieb an Roswell-Forschungsteam schicken. Okay. Ich bräuchte irgendwie noch mehr Rüstung, wenn ich ehrlich bin, aber... Naja... Erstmal nicht so schlimm. Bro, es ist so insane dunkel hier. Na dann. Hangarbuchttür aufmachen. Hangar klingt gut. Oh! Da sind die beiden sogar schon. Hi! Oh, wir können sogar die ganze Deckung auflösen. Kurze Feuerstöße, klar? Ja. Ich bin dabei. Hier rein. Schnell! Wir müssen weg! Okay. Freunde. Warte. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Okay. Wie entspannt er da reinmarschiert ist. Hört zu! Wir haben eine Strategie! Caroline hatte einen Plan! Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien! Die USA zu befreien! Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien! Und genau das werden wir verdammt nochmal tun! Für Caroline! Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo? Sie hat eine Chance verdient! Sie hat mich gerettet! Und Captain Blazkowicz auch! Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen Lassen diese Sie Gruppe auch finden Schwarze und für unsere Bord? Sache gewinnen. Wir brauchen oh Unterstützung Gott. Von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Jeder Leute zur Revolte bringen. Boot. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder nicht. Zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Unterwasserbomben! Oh. Anja, an Sonar! Ich kann Ihnen dabei helfen. Einen Moment!
Oberfläche durchbrochen. Mehrere Objekte. Das ist Frau Engel. Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position. Was sagen Sie? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Den Zettel haben wir gelesen mit Sektion F. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das! Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Oh boy, Freunde, Dieselkraftwerk. Die Blitz-Diesel-Kanister-Munition des Dieselkraftwerks haftet beim Auftreffen an Wänden und Gegnern. Die Kanister können ferngesteuert gesprengt werden. Akimbo lässt die Kanister beim Auftreffen automatisch explodieren. Abfeuern und platzieren. Aloy. Und dann den anderen Knopf zum Sprengen. Let's go, Freunde. Und welche Ratte hier an Bord ist, Freunde? Die läuft sogar wirklich mit Diesel, Freunde. Guck mal unten, die läuft über Benzin. Welche Ratte auch immer hier an Bord ist und unser Signal an Frau Engel sendet, das... Ah, da wird schön nachgetankt. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Irgendwo hier in dieser geheimen Sektion F des U-Boots. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch.